Das Liebherr Final Four, einmal mehr ein ganz, ganz großes Event, auch 2019 wieder in Ulm aufgetragen. Und wir sehen hier Bastian Steger für den SV Werder Bremen, der gleich im Halbfinale gegen Ricardo Walter seinen Matchball nutzt und damit den SV Werder Bremen etwas überraschend ins Finale einziehen lässt. Und hier trafen sie auf keine geringeren als auf die TTF Liebherr Ochsenhausen, die extra Django Jin haben einfliegen lassen. Und eben dieser Django Jin sicherte TTF Ochsenhausen auch den Einzug in das Finale. Und es war dann auch sehr schnell angerichtet. Bastian Steger, Gustavo Zuboy, hier Stefan Fegerl neben Hugo Calderano für die TTF Liebherr Ochsenhausen. Sie brannten alle auf das Finale, auf das Objekt der Begierde, darauf, dass es einen neuen deutschen Pokalsieger gibt, nachdem Düsseldorf sich ja nicht qualifizieren konnte, nachdem Düsseldorf ja gegen Grünwettersbach verlor. Diesem Mann, Hugo Calderano, war es vorbehalten, im ersten Spiel gegen die gegen SV Werder Bremen hier die Führung klar zu machen. Aber er traf auf ganz starke Gegenwehr. Immer wieder lange Ballwechsel wie diesen. Diesmal mit dem besseren Ende für Hugo Calderano. Aber Honos Hoc wusste wirklich immer dagegen zu halten und sicherte sich Satz Nummer 1 mit dem Rückhandblock. Parallel keine Chance für Hugo Calderano, diesen Ball zu erreichen. Aber mit Dauer des Spiels setzte sich immer wieder die Klasse der aktuellen Nummer 6 der Weltrangliste durch. Und am Ende siegte Hugo Calderano mit 3:1 und brachte die TTF Liebherr Ochsenhausen mit 1:0 in Führung. Dieser Mann, Django Jin, sollte es vorbehalten sein, dann die 2:0-Führung zu sichern. Aber er hatte sich getäuscht, denn Bastian Steger hielt das ganze Spiel sehr, sehr stark dagegen. Und zwar konnte Django Jin den ersten Satz mit immer wieder starken und aggressiven Bällen wie diesem für sich entscheiden. Dann aber kam Bastian Steger immer besser ins Spiel, kam in den fünften Satz, reagierte sehr, sehr gut, nahm die Bälle sehr, sehr früh in der steigenden Phase. Immer wieder solche Antworten auf die beileibe nicht schlecht gespielten Vorhand- und Rückhandtopspin von Django Jin. Und kurz darauf hatte Bastian Steger Matchball. Und er verwandelte ihn mit einem Topspin in die tiefe Vorhand von Django Jin. Und damit stand es 1:1 in diesem Finale der TTF Liebherr Ochsenhausen gegen den SV Werder Bremen. Gustavo Zuboy gegen Simon Gauzy, der vor 2 Tagen noch Vater geworden war. Und es entwickelte sich ein ungemein spannendes Spiel. Bei 11:10, erster Satzball für Gustavo Zuboy. Und das lief nicht nach dem Geschmack der vielen Fans der TTF Liebherr Ochsenhausen. Und immer wieder solche Bälle brachte Gustavo Zuboy die 4:1-Führung im fünften Satz. Dann aber riss der Faden und alle weiteren Punkte gingen auf das Konto von Simon Gauzy, der diesen Sieg ausgiebig feierte, da er wusste, diese 2:1-Führung war eminent wichtig für den weiteren Verlauf des Spiels. Und er brachte damit die TTF Liebherr Ochsenhausen auf die Siegerstraße. Konnte nun Bastian Steger noch einmal dagegenhalten im Spiel gegen Hugo Calderano. Er konnte nicht. Hugo Calderano spielte all seine Stärke aus, die ihn ja zur Nummer 6 der Welt schon gemacht haben. Die ersten 2 Sätze noch relativ eng umkämpft mit Chancen auf beiden Seiten. Aber nach der 2:0-Satzführung brillierte Hugo Calderano mehr und mehr. Immer wieder mit der Rückhand parallel. Und bei 10:3 nutzte er den ersten Matchball zum Titelgewinn. Die Mannschaft sprang natürlich sofort in die Box hier in der Ratio Farm Arena und feierte ihren Helden, ihren Hugo Calderano, hier nochmal in der Zeitlupe den Matchball mit der Rückhandbanane, mit dem Rückhandflip sicherte er sich das Match gegen Bastian Steger, sicherte sich den Titelgewinn für die TTF Liebherr Ochsenhausen hier im Final Four in Ulm. Und hier bei der Siegerehrung, das Objekt der Begierde wird hochgehalten. Der neue Pokalsieger heißt TTF Liebherr Ochsenhausen. Sie haben lange dafür gekämpft, diese junge
und erfolgshungrige Mannschaft und wurden jetzt endlich belohnt mit dem Titel, mit dem Titel des deutschen Pokalsiegers. Hier recken sie noch einmal das ganze Team den Pokal in die Höhe. Der neue Pokalsieger heißt TTF Lieper Ochsenhausen.